Was ich mit der Fliege nicht gemeint habe, ist, dass ich versuche, deswegen die Menschheit zu unterjochen. Aber wer weiß, wohin mein Weg noch geht. Auf geht's, Leute. Holen wir uns das Zeug. Jo! Was? Was zur... Ihr seid kleine Schildkötchen, ha? Seht euch an. Ich meine, ihr seid entzückend, Mann. Bad Bird. Hab ein paar Turtles auf dem Gehaltszettel. Also ich sag ganz ehrlich, ich glaube, wir alle kennen das. Schulwoche geht langsam vorbei, es ist Freitag und manchmal geht man Freitag extra früh schlafen, damit man am Wochenende aufsteht und dann morgens ein bisschen die Comics und Animes gucken kann. Und da war die Turtles für mich immer persönlich ein riesen Highlight so. Und als ich dann gehört habe, dass ich hier mitmachen darf, musste ich natürlich sofort zum Casting rennen und dann wurde ich Gott sei Dank auch bestätigt und durfte das jetzt machen. Also in der Größe definitiv ja. Sonst auch hier und da mal so kleine Minijobs, während man am Anfang vom Schauspielweg einfach so ein paar Sachen probiert. So. Irgendwoher muss es ja kommen, ne? Aber das ist das erste Mal, dass ich so eine animierte Figur sprechen durfte und das war auch eine Riesenfreude. So. Ich hatte auch ganz viel Hilfe im Studio von erfahrenen KollegInnen, so Synchronprofis. Und wir haben halt versucht, diese ikonische Stimme von Ice Cube mit so einer gewissen Virtuosität und Spielerei von mir aus dem Theaterkontext so mindestens so ein bisschen dagegen zu halten. Das ist wild! Ich meine, das ist voll nice! Dankeschön, das ist sehr nett. Also sowas wie hier würde ich immer gerne wieder einstreuen. So. Und wenn Paramount mich irgendwann nochmal braucht, komme ich immer sofort wieder gerne. Natürlich bin ich trotzdem aber irgendwie Vollblutschauspieler und ich kreiere gerne eine gesamte Figur. Aber auch hier im Synchronkontext habe ich dann gemerkt, wie viel man tatsächlich einfach machen kann. Mit der Stimme, mit dem Körper alleine und das war eine Riesenfreude. Ich glaube, wir haben so zweimal so 6 Stunden oder so gemacht und dann nochmal Finals, also wenn das Ding dann nochmal weiter oder mehr zu Ende animiert wurde, nochmal ein bisschen im Feinschnitt verändert wurde, dann musste ich nochmal kommen, aber ja, denk mal so 2 oder 3 Arbeitstage oder so. Also was ich mit der Fliege bestimmt gemein habe, ist, dass ich das kenne, dass man dazugehören will, so, und wenn das manchmal nicht klappt, dass einen das irgendwie trifft oder enttäuscht. Was ich mit der Fliege nicht gemein habe, ist, dass ich versuche, deswegen die Menschheit zu unterjochen. Aber wer weiß, wohin mein Weg noch geht. Vielleicht werde ich ja Diktator oder so. Nein, nein, haben wir nicht vor. Also ich weiß noch, als ich die Casting-Anfrage zum Beispiel bekommen habe, dann wusste ich nur irgendwie Superfly. Dann habe ich gegoogelt und habe herausgefunden, dass das ein neuer Charakter ist, den es noch nicht gab. Es gibt aus dem Fliegenkontext, der jetzt auch hier in dem Film eine indirekte Teil spielt und die Backstory von meiner Charakter ist, gibt es Baxter Stockman aus der animierten Serie und dann habe ich da ein bisschen reingeguckt, okay, worum geht's da? Aber weil es eben ein neuer Charakter ist, den es vorher noch nie gegeben hat, hatte ich jetzt auch gar nicht so viele Anlaufpunkte für den. Aber ich wusste natürlich, was das Turtles-Universum ausmacht, diesen ganz besonderen Humor, dieses verrückte, bisschen abgedrehte und so bin ich dann einfach reingegangen und habe mein Bestes gegeben. Hey, lass mich raten. Vor 15 Jahren, okay, wurde so ein Schlamm in den Gully gekippt und daraus seid ihr entstanden. Naja, wir bevorzugen den Begriff Us, aber ja. Ja, das ist irgendwie netter, das klingt einfach. Es klatscht besser von der Zunge, ja. Us. Klingt schön, oder? Us, gefällt mir. Ich mag Us. Also hör zu. Dasselbe Us hat mich erschaffen, okay? Mein Dad, Baxter Stockman. Er war derjenige, der das Us weggekippt hat, Baby. Also eigentlich sind wir Cousins. Ich glaube, diese Genauigkeit. Also ich weiß noch, irgendwann kam einmal ein Synchronkollege dazu, der hatte irgendwie für ein anderes Projekt noch ein paar Takes offen und wie schnell die unglaublich lippensynchron sein können, ist dann doch sehr beeindruckend. So, da muss man auch Respekt vor dem Handwerk nochmal haben. Ich war jetzt auch nicht schlecht, ich sag mal so, ich war auch sehr viel schneller fertig als geplant, aber das ist dann nochmal ein anderes Level. Aber das ist ja immer das Schöne an dem Beruf, man lernt nicht aus und man kann sich weiterentwickeln. So. Also ich glaube, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist der generelle Moment, in irgendeiner Art und Weise mit Ice Cube verbunden zu sein, über diesem wahnsinnigen Turtle-Universum. Weißt du, ich sag dir offen und ehrlich, Alter, für mich ist das alles neu. Weißt du, ich habe sowas noch nie gemacht. Das ist das beste Jahr meiner beruflichen Karriere, Gott sei Dank. Und jetzt so mit den Turtles was gemacht zu haben,
den Counterpart von Ice Cube geben zu dürfen. So, das sind einfach so Ritterschläge, die nehme ich mit und hoffe, dass ich weiter irgendwie interessante, inspirierende Sachen machen darf. Tatsächlich nicht. Ich sag's dir ganz offen, ich bin selber halb hier wie so als Fan, weil ich will's halt unbedingt gucken. Ich hätte ihn sowieso geguckt. Und ich habe halt nur die Ausschnitte gesehen, wegen ne, Top Secret, du weißt heutzutage, wo ich selber gesprochen habe. Aber ich habe jetzt nicht den gesamten Film gesehen. Ich wusste natürlich den Bogen, damit man den Charakter gut anlegen kann. So. Aber gesehen habe ich es noch nicht. Und zum Teil haben wir sogar beim Synchronisieren noch nicht die Final-Bild-Version gehabt, wo die Sachen zu Ende animiert waren. Dementsprechend bin ich mal gespannt, was da gleich auf uns alle zukommt. Aber ich selber bin, wie gesagt, auch einfach als Fan hier. Und so.